Darauf hatten viele gehofft. Porsche kehrt nach 16 Jahren Pause mit einem Werksteam zurück zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Eine ganze Reihe von Rekorden konnte Porsche auf dem legendären Kurs an der Sarthe bislang holen und ist damit die erfolgreichste Automarke beim berühmtesten Langstreckenrennen der Welt. 2014 geht Porsche mit einem komplett neu entwickelten Fahrzeug für die Topklasse LMP1 in Le Mans und der Langstreckenweltmeisterschaft WEC an den Start und will an die große Tradition anknüpfen. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wir haben im Juni angefangen und ich denke, wir machen gute Fortschritte. Wir testen zweimal im Monat und geben richtig Gas. Das Team ist super motiviert und das ist entscheidend, wenn du so ein Projekt angehst. Porsche ist der Rekordsieger in Le Mans. Wir wissen, dass auch alle Porsche-Enthusiasten weltweit genau drauf schauen werden, wie wir uns im Juni 2014 anstellen. Also ist eine enorme Herausforderung und auch ein gewisser Druck. Um sich auf das lang ersehnte Ereignis einzustimmen, hat Porsche unter dem Motto "Trifft die Helden von Le Mans" bekannte Fahrer und die 7 erfolgreichsten Rennfahrzeuge an den Hockenheimring geholt. Mit dabei ist auch Hans Herrmann, der 1970 beim sogenannten Kampf der Titanen zusammen mit Richard Edwards auf einem Porsche 917 aufs Podium fuhr. Am Anfang war ja der 917er ein unglaublich schwierig zu fahrendes Fahrzeug. Wir hatten also wahnsinnige Probleme, das Fahrzeug auf der Straße zu halten. Es fuhr ja mit uns, nicht wir mit dem Auto. Und dann haben wir an der Aerodynamik mit Spoiler und Ähnlichem dann gearbeitet und haben dann dieses 917 zu einem unglaublich sicheren, trotzdem er so schnell war, zu einem siegreichen Fahrzeug gebracht. Hans Herrmann und Richard Atwood holen den ersten von insgesamt 16 Gesamtsiegen für das Werksteam. Dazu reihen sich noch 102 Klassensiege. Porsche ist in Le Mans eine Erfolgsgeschichte. Entsprechend groß sind die Erwartungen für die Wiederkehr 2014. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht jetzt nur einmal schön schnell ist, sondern dass man das auf lange Distanz und auf über lange Jahre halten kann. Und da hoffe ich jetzt eben, gibt es den Anschluss 2014, dass das also so wieder weitergeht.